Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Game Talk, welches über ein Thema handelt, was jetzt nicht unbedingt viel mit Games zu tun hat. Und ich bin halt auf das Thema gekommen, weil ein Kumpel von mir, BlackStyleP, das Video Rage Mode Abogeilheit auf YouTube gemacht hat. Und zwar ging es bei ihm um hauptsächlich so Kommentare wie: Ja, schau doch auch mal bei mir vorbei. Hey, mache super Videos. Komm, schau mal bei mir vorbei. Hey, ich habe ein Video, wo eine Katze eine Gurke ist. Ist voll lustig. Ich weiß, es ist lustig, aber dennoch will ich es nicht anschauen, weil ich habe selber eine Katze und die mag keine Gurken. Wo war ich? Genau. Nämlich, ich will das Thema auch ansprechen. Vor allem, weil es kleinere YouTuber wie mich viel mehr betrifft als irgendwelche größeren YouTuber, die jetzt 1000 Kommentare bekommen und deswegen so Werbung ignorieren. Weil bei mir ist es meist so, hier zum Beispiel der Terraria-Part. Ich lade mal die Kommentare neu. Als allererstes, oh Gott, bitte sag mir nicht, Speedy hat mich schon hier angeschrieben. Das ist das dritte Mal, dass ich es aufnehmen muss, weil Speedy mich mal in Skype angeschrieben hat, mich mal in Steam angeschrieben hat. Und wenn es das jetzt er ist und ich es nach der Aufnahme sehe, ich raste sowas von aus. So viel dazu. Speedy ist ein Kumpel von mir. Ich gehe halt aufs Video und sehe, lustiges Spiel, du wirst nur manchmal etwas leise. Das ist ein Kommentar, den feiere ich. Weil der ist kurz und er sagt, wo das Problem liegt. Der sagt, was gut ist, was schlecht ist. Und zwar in einem Kommentar. Ohne irgendwelche großen Ausschweifungen. Das waren vielleicht 10 Sekunden, das zu schreiben, wenn nicht weniger. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel den Spamfilter von YouTube halt ausmachen würde, aber wenn ich hier jetzt hingucke, was bei YouTube als Spam markiert hat. Geiles Video, Daumen hoch. Solche Kommentare machen mich froh, weil das ist eine Bewertung, das sagt, mein Video ist gut. Nicht unbedingt irgendwie kritisch oder so, sondern einfach nur, ja, so ist es. Aber dann, schau doch mal, wenn du Lust hast, bei uns vorbei. Nebenbei, dass das unbedingt jetzt der Kanal ist oder so, nichts damit zu tun, dass das nur allgemein gemeint, weil sie gute Beispiele sind und kein Bullshit dahin schreiben, also kein Shitstorm und sowas. Kommt nicht gut. Falls das auch passiert, werde ich das Video löschen. Oder hier bei Invebis Virtus. Wo sind die Bitches? Das ist ein Kommentar, was mir zeigt, er hat das Video geschaut. Das macht mich froh. Weil ich mag es halt, wenn Leute meine Videos schauen. Ich mag es, dass es Leute gibt, die Vergnügen daran haben, mein Video zu schauen. Aber sowas hier, der sagt einfach nur, unbekannter YouTuber, der wird wahrscheinlich meinen Kommentar lesen. Hey, geiles Video, schau doch mal bei uns vorbei. Und das, was der Blackstar hier in dem Video, ihr könnt nebenbei draufklicken, dann kommt ihr drauf. Was er darauf angesprochen hat, ist nämlich, dass diese YouTuber meist Abogeil sind, wenn man so nennen will. Was ich aber das meistens glaube, es heißt ja so schön, es gäbe zu viele Let's Plays. Das ist falsch. Es gibt viel zu wenige Let's Plays, die wirklich qualitativ hochwertig sind. Weil meistens Leute, die jetzt Werbung machen, die haben vielleicht 20 Videos, meist Minecraft. Zum Beispiel hier als Beispiel. Ich gehe auf 4 Rampage. Wie gesagt, alles nur halt so exemplarisch. Was hat er hier? Junge zerstört PS3-Controller wegen Black Ops 2. Ich bin Dr. Alvesen, Parodie Challenge 1, Challenge 2, How to Have an Orgasm. What? Nebenbei, das ist das erste Mal, dass ich den Kanal anklicke. Infovideo, zweiter Kanal und weitere Infos. Plötzlich ein zweiter Kanal. Nach 5 Videos. Und er hat 124 Abonnenten. Halt wegen der Werbung. Aber der macht schon mit 5 Videos Werbung und tut so, als ob er so wenig Aufmerksamkeit bekäme und alles. Schwachsinn. Oder hier, Bellowy TV. Cooles Video. Mein Abo und Like hast du dir verdient. Was mich freuen würde, ist, wenn du mal bei mir vorbeischauen würdest. Was bringt mir ein Abo von einer Person, die mich wahrscheinlich nicht schauen wird? Die wird wahrscheinlich das Video jetzt nicht mal sehen. Ich meine, ich gehe jetzt auf deren Kanal. Was sehe ich? Hexit, Minecraft, Garry's Mod, bis auf Arma 3 und Borderlands 2 ist alles. Es ist alles von derzeitigen Projekten geklaut. Weil. Und sagen wir so, der Kanal ist sogar noch ein gutes Beispiel.
Weil der hat hier 5 mal 3, 6, 7, 8, 5 mal 8 Videos. Und mehr nicht. Das ist alles, was er besitzt. Und er hat schon 177 Abonnenten. Und ich habe schon mal ein Video angeguckt. Es ist nicht unbedingt das qualitativ hochwertigste. Und ich will jetzt nicht mich wie der totalen Überpro darstellen, so, aber wenn ich jetzt mal mich eingebe, 138 Videos, 54 Abonnenten. Kann mir das mal jemand erklären? Werbung, genau, sie bekommen Abonnenten durch ihre Werbung. Aber wenn ich jetzt zurückgehe, sehe ich 38 Aufrufe, 32 Aufrufe, die bekommen auch Zuschauer durch Werbung. Also ist Werbung jetzt gut oder was? Nein, ist sie nicht. Weil Werbung, viele bekannte YouTuber, die wir jetzt total feiern, die haben ohne Ende Werbung gemacht. Space Frogs, die haben selber gesagt, die haben Werbung gemacht. Apple War, die haben gesagt, sie haben Werbung gemacht. Aber sie hatten schon Qualität damals. Jeden Tag neue Videos und Minecraft. Das zeigt einfach nur qualitativ niedrigen Wert. Ich will jetzt wirklich nicht. Okay, obwohl, ich gehe da drauf. Ich bin eh nicht so bekannt. Es werden nur sehr wenige Leute das Video sehen. Dubstep-Intro. Erster Minuspunkt. 720p, okay. Ich mach's mal ein bisschen lauter für mich selber. Oh ja. Nupsche TV und Nick hat einen neuen Skin. Seinen prächtigen N auf dem Rücken. Bin ich stolz drauf. Erstens, Together. Hier steht nichts von einem Dann Together. schlag ich jetzt auf den N. Bam! Das steht für Neutron. Jimmy Neutron. Drittens, Oh, die und eine Hühnerfarm Hintergrundmusik. haben wir hier noch. Fuck. Sehr Oh, unpassend. Viertens, nein! Chocobo! Ton, sehr schlecht. Kaum wird er ein bisschen lauter, direkt so ein Knattern. Okay, ohne ihn weiter irgendwie fertig zu machen. Oder hier. Die Kommentare sind toll. Das Spiel ist damals komplett an mir vorbeigegangen und schaut eher aus wie ein Indie-Game, aber ein LP davon wird bestimmt lustig. Sowas ist toll. Ein spannendes Spiel. Das macht Spaß. Und hier habt ihr Speedy, der Typ, der gerade die Aufnahmen versaut hat. Ja, mach ein Let's Play dazu, dann haben wir was zu lachen. Eben. So, von sowas lebt YouTube. Und nicht von mein Abo und Like hast du. Ich will nur, dass ihr versteht. Die Werbung. Ich habe bis jetzt immer auf jede Werbung draufgeklickt. Die zwei waren noch das Mildeste. Weil wenn ich hier durchgehe und die paar Kommentare, die ich manchmal besitze, hier anklicke, finde ich sehr häufig Werbung. Okay, Mama, ich bin im Internet von Speedy. Vergessen wir es. Aber sehr häufig ist es wirklich Werbung. Und für kleinere YouTuber ist das sehr, sehr erniedrigend. Weil es zeigt einfach nur, dass niemand ihre Videos schauen will, außer die Leute, die halt selber für ihre Videos was machen wollen. Und darum an alle, die irgendwie Videos oder sowas machen, lasst euch nicht unterkriegen. Macht keine Werbung. Macht gute Videos. Damit bekommt ihr langsamer Abonnenten, aber ihr zeigt Qualität. Macht es aus Spaß. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr keinen Spaß habt, dann kommen auch scheiß Videos raus. Weil die werden ohne Emotionen sein, die werden langweilig sein. Aber wenn ihr Emotionen habt, das macht Spaß zum Schauen. Und da ist es sogar egal, wie die Qualität ist. Ich kann zum Beispiel jetzt natürlich, kann ich es nicht objektiv beurteilen, weil ich stehe zu denen in Verbindung. Aber Chaos Agency. Wenn ich die eingebe. Der Kanal, er ist qualitativ nicht der Beste. Hat 29 Videos, also quantitativ, qualitativ nicht gerade der Beste. Aber es macht so Spaß, den zuzuschauen. Die gehen wirklich richtig ab. Das sind halt Agent Polarbear, Agent Whiskeyflasche und die gehen sowas von ab. Und die sind unbekannt. Naja, okay, ich bin jetzt halt mit denen in Verbindung, aber sowas muss man machen. Man muss einfach Spaß haben. Keine Werbung. Keine Rumheulerei bei anderen. Wenn ihr wirklich Quantität und Qualität zeigt, dann kommen die Abonnenten. Und diese Abonnenten,
werden euch viel sicherer sein als die 100 Stück, die ihr bekommt, wenn ihr Werbung macht. Weil Werbung wirft ein schlechtes Licht auf euch. Wenn ihr Werbung anfangt zu machen, sobald ihr irgendwie 1000 Abonnenten oder sowas habt, aber Werbung wirklich geschickt verbaut, indem ihr gute Kommentare schreibt und dort andeuten lässt, also andeutet, dass ihr selber sowas auf dem Kanal habt, ohne direkt zu sagen, hey, schaut doch mal bei mir vorbei und lasst ein Abo da und dann werdet ihr auch bekannt. Vor allem die Videos. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Portal eingibt, oder machen wir es noch besser. Let's play Üpel, genau. Let's play Portal. Ich gebe es ein. Direkt kommt das hier. Pete's Meet, Luke Plays, alles Bekannte. Und wenn ihr weiter runter scrollt, seht ihr schon, dass das unbekanntere Leute werden. Oder wenn ihr mal auf die zweite Seite schaut. Und das ist mein Appell an die Zuschauer. Seid nicht nur auf der ersten Seite. Schaut auch mal auf der zweiten Seite vorbei. Oder auf der dritten Seite. Schaut hin und wieder ein Video rein. Klickt es an. Hört euch die 5 Sekunden an. Wenn euch die Stimme gefällt, hört es weiter. Schaut, wie sympathisch die Person ist. Und so lernt ihr auch Let's Player kennen. Und so verbreitet es sich auch. Ohne dass Leute Werbung machen. Wenn ihr nämlich sowas macht, dann mindert ihr selber die Werbung. Weil es werden wirklich weniger Leute Werbung machen, wenn man merkt, ohne Werbung kommt man weiter. Und das will ich halt, dass die Leute merken. Werbung ist nicht gut. Egal ob hohe Stimme, ob qualitativ schrecklich. Wenn ihr Spaß daran habt, macht es weiter. Ihr werdet euch bessern. Eure Art zu reden wird flüssiger werden. Ihr werdet viel kreativer werden. Eure Qualität wird sich mit der Zeit auch bessern, weil ihr viel kritischer auch werdet. Ihr werdet eure Videos anschauen und sagen, das könnte ich jetzt verbessern. Miro hat mal ein Let's Play Portal gemacht, okay, wusste ich gar nicht. Ihr werdet euch wirklich bessern. Und das ist sehr wichtig, dass ihr für euch selber besser werdet, nicht für jemand anders. Solche Leute wie German Let's Play, um jetzt mal jemanden Bekanntes zu machen, also zu zeigen. Zu machen. Ich mache den Drum Let's Play. Ja. Der hat 3200 Videos. 460.000 Abonnenten. Über uns. Und ja, okay, der hat den Beitritt jetzt nicht da und ich weiß, der hat auch alte Kanäle gelöscht gehabt. Aber der ist bestimmt jetzt schon so 3 oder 4 Jahre dabei. 3 oder 4 Jahre. Lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Und andere Let's Player, die Werbung machen, die sind vielleicht seit einem Monat dabei und so und bringen unregelmäßig Videos. Deswegen habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, an alle, die mich schauen jetzt, das ist wirklich an alle Personengruppen gerichtet, an die ich mich so richten kann, an die Zuschauer. Bitte schaut auch bei kleineren Let's Playern vorbei, weil manchmal wirken sie sympathischer, als man denkt. Also man muss wirklich denen auch eine Chance geben, dann wird auch die Werbung weniger und wir werden viel neuere Let's Player auf dem Let's Play-Markt haben und es wird auch mehr Abwechslung geben. An die Let's Player, macht keine Werbung. Das stört eure Zukunft und euren Kanal. Es wirft ein schlechtes Licht auf euch. Und wenn Werbung, dann clever. Und an die Zuschauer von mir. Ich persönlich habe meine Prinzipien so gesetzt. Erstens, kein Minecraft. Ich werde kein Minecraft machen. Vielleicht irgendwann, falls es wirklich klappt, wenn berühmt werden, aber ich habe es ja schon mal erwähnt, 100 Abonnenten ist mein Ziel für meinen Kanal. Aber kein Minecraft. Das ist ganz wichtig bei mir. Dann regelmäßig Videos. Ich habe einen Uploadplan. Ihr könnt ihn bei mir in der Kanalbeschreibung nachschauen. Oder ich mache es sogar selber. Ich gehe auf meinen Kanal. Warum wird jetzt hier 55 angezeigt? Über uns. Hier ist meine Kanalbeschreibung. Schaut sie euch an. Sie hat sehr viele Informationen und die wird sogar regelmäßig aktualisiert. Also. Und ich habe auch noch ein Prinzip. Ich will keine Werbung machen. Ich will auch nicht Leuten hinterherkriechen. Ich will wirklich nur für mich selber was machen, weil ich habe selber Spaß dabei. Ihr merkt ja, ich rede mit 55 Abonnenten rede ich schon
über verschiedene Themen. Ich versuche meine Qualität zu steigern. Ich habe mir sogar eine Excel-Tabelle angefertigt, um einen Upload-Plan zu haben, weil ich will regelmäßig Videos bringen. Das ist mein Plan, den ich vorhabe. Und das sollte jeder machen. Hört auf die Abonnenten zu schauen. Hört auf die Zuschauer zu schauen. Seht es als Belohnung dafür, dass ihr euch selber verbessert. So, und damit das Video nicht allzu lange wird und nicht dann noch mehr philosophischen Kram sich so ausbreitet wie so ein Parasit. Wiedersehen, euer Sandoron. Und jetzt will ich erstmal schauen, ob der Speedy das wirklich war. Nee, war nicht der Speedy.